Hauze billah min shaitan rajim, bismillahir rahim. Mein Name ist Abdullah. Ursprünglich heiße ich Roland Fischer. Ich bin als Christ aufgewachsen, aber ich habe früh angefangen, nicht an diese Religion zu glauben, wegen der Widersprüche, wegen Götzendienst. Und später dann wurde ich sogar marxistisch erzogen. Aber ich habe gemerkt, dass irgendetwas fehlt, dass ein Sinn im Leben fehlt. Ich habe versucht, verschiedene Religionen, Ideologien und Philosophie zu lernen, aber ich habe den Sinn nicht gefunden. Zufälligerweise, dann war ich mal in Marokko auf einer Reise und da habe ich gesehen, dass viele Leute beten. Da bin ich dann neugierig geworden, habe einfach mal nur meine Koranübersetzung gelesen, um zu sehen, was für eine Weltanschauung diese Menschen haben, die so viel beten. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, mit Koranübersetzungen, habe gemerkt, dass es ein anderes Niveau ist als das, was ich von der Bibel her kenne. Einmal ist der Koran ist völlig rational, ist vernünftig, appelliert an die Vernunft des Menschen und ist monotheistisch, da ist kein Element von Schirk, von Aberglauben oder von Götzendienst drin. Und die Bibel ist mehr national ausgerichtet, nationalistisch und materialistisch, und der Koran ist für alle Menschen da, ist vernünftig, ist kosmopolitisch und für alle Völker da. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich gemerkt habe, das ist ein anderes Niveau, und habe ich mich dann immer weiter beschäftigt damit, bis ich dann davon überzeugt war, dass der Koran die Wahrheit sagt, dass es einen Schöpfer gibt und dass dieser Schöpfer im Koran beschrieben wird, wie seine Eigenschaften ist. Und das Ergebnis davon war, dass ich Muslim wurde, dass ich sehr zufrieden war mit meinem Leben und ruhiger und weniger ängstlich, weniger schwermütig, dass ich einen Sinn gesehen habe und dass ich jetzt glücklicher bin, seit ich Muslim bin.